Das stimmt. Oh, Wenn wir los. mit Merci zum Beispiel können wir tapezieren. Ja. Die kann ich schon Also, gar nicht mehr sehen. wir jetzt nicht mehr. Wir haben sie alle geschafft mittlerweile, aber es war harte Arbeit. Ich kann euch gerne. Also wir haben bestimmt 50 Packungen im Schrank stehen. Boah. Ich erziehe die immer um. Ich sage, ihr bringt doch mal was anderes mit. Links, Ne, eine normale Milka-Schokolade oder links, irgendwas. links geht's los. Ja. Oh, da kommt der Dynamit, der Heinz. Hey. Hä? Treffe ich den nicht? Na los. Oh. Oh. Uiuiuiui. Glaub, das war doch drauf. Die kommt doch von jeder Nehmen wir Seite mal. gleich. Kann man hier so bestimmen. Jetzt kommen hier meine hoch. Ich da Dynamit, Dynamit. Ja, hab ihn. Den hast du nicht. Ah, jetzt lebt er immer noch. Wo buddeln sie sich denn da rein? Warum machen die das? Sind die doof? Weiß ich nicht. Schön, weil die da den Gang mittern. Das weiß ich nicht. Und so. Entschuldigung. Affe. Loch mal da unten ein bisschen im Auge. Ja. In der richtigen Tunnel, ne? Also Außenwände noch einen weitermachen für die Pürierer und dann Eisen. Ja. Kommst du da drin? Ja. Alle da in die Ecke, ne? Guck mal, die sind alle da rein. Mit dem. Ist denn da der Ausgang in der Richtung? Ja, grob, ja. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wo man ist. Aber wenig sind das jetzt nicht, ne, würde ich schon sagen. Also ich glaube, es sind mehr als das, was halt ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein bisschen spannender jetzt gerade hier. Heißt, hier ist ein Sprengmeister? Ja, down. Du guckst in das Loch. Pass mal auf, mit auf die Ecke auf, ich geh mal ins Loch rein.
unten ist noch keiner. Ja, es ist auch zu tief. Ich bin ja 15 tief, glaube ich, gegangen. Ja gut, wenn wir da ein bisschen Eisen hinmachen, dann passt das schon. Der Sprenger, der ist bis hier oben bei uns vor die Tür. Ja. Ah, noch ein Sprenger hier hinten. Kannst du den wegnehmen? Besonders, Vorsicht. Die sind einen Grün hier in den Kopf geschossen, dann ist er nach hinten geflogen und er hat seinen Turm ihn weggedrückt. Ja. Wieder ein, ich würde sagen, rechts und links. Achtung, Springer, was nicht? Also Schießer, ne? Wo ist er? Nee. Bis unten. Ach, Springer, ja. Hier reingefallen bin. Alter, wo gehen die da hin? Sprenger? Na, ich muss gerade gucken, dass ich hier nicht rumsterbe. Na, lauf
lauf hoch. Ich mach dir die Tür auf. Ja, komm. Hey. Sprengpfeile. Was war das? War ich. Wollte mal was anderes benutzen. Ist der da oben schon leer oder was? Also. Achtung, zwei Sprenger. Von Südosten. Nachladen. Alter, das ist aber... Wenn ich an die Nacht von Flensi denke... Ja, endlich mal ein bisschen Action hier. Ja, ne? Hat ja gelohnt, schon mal aufzuwerfen. Ja. Moin, Bom, guten Tag. Ist schon nicht schlecht, ne? Gut hier sein. Und tschüss. Boah. Ja. Ja, aber jetzt kommen. Ah, ne, ich dachte, wäre ein Hund gewesen. Die Hunde fehlen noch. Da fehlen ja, noch ein paar Profis. Ja, beim nächsten Mal. Auch die Flattermänner. Ach, jetzt kommen sie von rechts. Oh, meine Helene. Achso. Ich glaube, bei der Dicken, da gibt der Geist auf hier hin. Jetzt pass auf. Bom. Oh, ja, der hatte zu kämpfen, ne? Er hatte zu kämpfen. Und wir werden nochmal. Ja, die kriegt er irgendwie nicht weg. Ich bin nicht mehr so richtig. Nee. Nee, okay. Ich hab nur nachgeladen. Die Dicke ist tot. Ist sie nicht? Ich seh sie gerade nicht. Ja, aber nicht. Vor der Treppe ist auch ein riesen Loch. Oh, echt? Den wir, ja. Die müssen erstmal hochkommen irgendwie. Das seh ich gar nicht. Ach du Schande, unter der Treppe ist ja alles. Cool. Naja. Oh mein Gott, guter. Ah, oh, das ist ein Kopf gerollt. Ja, schade, dass das mit den anderen Tommies nicht geklappt hat. Was ist das denn? Wie kommt der denn hier rein? Oh oh. Hinter euch. Ich bin tot. Hä? Hinter euch. Ich glaube, die haben sich durchgeprügelt. Ach, kommen die unten rein? Ach du Scheiße. Ich glaube ja. Nein, ich muss nachladen. Ja, ich muss mich heilen kurz. Oh, oh. Warte, ich schieß wieder, Achtung. Er ist down. So, jetzt erstmal hier. Ich nehme jetzt den letzten Block raus, dass die hier nicht durchkommen erstmal. Dass wir uns konzentrieren können. Die sind im Bunker, ne? Die sind im Bunker. Ja. Wenn ich das Haus, wenn ich den Eingang finde, komme ich durch den Eingang und versuche den zuzumachen. Guck mal, Flensi. Ja? Guck mal. Da ist
Riesenloch, denn, also da, da sind die eben gerade reingesprungen. Ja. Das heißt, die kommen gleich wieder rein. Okay. Wir gucken. Na dann. Oh, das sieht gut an der Hunde. Sonst mach einfach die Leiter einmal weg, dass sie da nicht hochkrabbeln kann. Ja, dann kommt Basti auch immer hoch. Ich glaub, Basti ist nicht. Wieso, der kann auch springen. Ja, warte, lass mich da gerade durch. Ich komme jetzt die Treppe hoch. Warte kurz. Ja, ja. Gut. Und hereinspaziert. Ja. Okay, also. Hier bröckelt die Decke. Ja, ja, hier bröckelt die Decke. Mir hat sie eben das Leben gerettet, sonst wäre ich schon direkt gestorben. Durchgekommen. Ja, da hinten springen die rein, da. Die Alte ist wieder rein ins Loch. Und da ballern die sich gerade noch mit dem Arsch. Weißt du, ob es jetzt eine gute Idee wäre, wenn ich da runtergehen würde? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, sonst mach einfach Blöcke davor, dass das zu ist. Oder wird die Leiter weg? Die Leiter weg ist auch eine gute Idee eigentlich. Ich hab eine Leiter weggenommen. Wir dürften eigentlich nicht so hinkommen jetzt. Ja. Stellt dich quasi oben drüber und ballerst die von oben alle weg. Ah, siehst du, schon geschafft. Fleißig. Krieg ich ja nie dazu. Vielleicht so. Also ich würde sagen, die haben dir ganz schön Konkurrenz gemacht, ne? Und das ohne Bohrer. Hinter dir, wenn sie, ist ein Sack. Hä? Das bin ich. Oh ne, so ein Gelber. Bist du? Alter, was haben die hier weggeballert, ey? Sind die denn irre? Definitiv ein bisschen härter die Nacht. Hier war auch mal Boden. Boah, Alter. Also, für die nächste Nacht muss hier mehr passieren. Ich glaube, der ganze Boden muss hier mit Kisten und dann mit Stahl. Ich würde die Innenwand vielleicht sogar doppelt machen, ne? Außenwand ist scheißegal. Ja, ja. Ja, wobei auch nicht so aus, wie gesehen da hinten, ne? Naja. Oh, war doch lustig. Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht ohne, ja. Was ist das mal hier? Also, ja, ich mache hier ein ganz großes Plateau mit Kisten und die mache ich auf alle Eisen. Weißt du noch, Basti, das hatten wir damals auf der Insel gehabt. Ja. Da hatten wir alles Eisen, das war eigentlich besser. Ja, ja, Eisen ist ja sowieso immer besser. Ich bin ja sogar immer für doppelwandig, ne? Weil dann dauert es länger. Und vielleicht doppelt so lange meistens.
Ja. Mach die Treppe doch echt an alle vier Seiten. Weil die gehen die halt immer gebündelt die Treppe hoch und wollen sich nicht zur Mitte durchprügeln. Ja, aber dann hast du natürlich auch vier Angriffsseiten, ne? Ja, ja, aber das ist doof. Aber da kommen die halt die Treppe hoch. Ja, aber wenn du alleine bist, dann kommen die auch dementsprechend weniger. Ja. Ja gut, es waren natürlich jetzt viele, weil wir auch zu dritt waren. Warum mache ich das eigentlich? Warum bin ich auf so einem Weg? Ich kann ja noch ein paar Schussanlagen jeden machen. Und das ging ja alles. Ja, also vorne am Eingang hat das gut funktioniert, da mit dem Wegdrückding. Ja, absolut. Der war richtig fleißig. Wenn du halt hier noch einen hinstellst. Nein. Oder vielleicht sogar noch einen weiter. Ja, oder alle auf eine Seite und dann auf die Seite, wo sie hindrücken, dass man da unten irgendwie so ein richtig tiefes Loch baut, wo sie erstmal runterfallen und Fallschaden kriegen oder sowas und dann noch Spikes rein oder so. Ja, die Purierer würde ich da quasi. Ja, oder sowas. Ja. Genau, dass die hier rüberschießen, so runterfallen. Ja. Und dann in die Purierer rein. Genau. Aber da kannst du ruhig noch zwei tiefer machen, Frank. Ja. Ne? Weil, also drei tiefer, dann aber ein oder zweimal Eisen. Das ist schon Eisenplateau, ne? Überall. Ja. Eisen geht überall. Ja, ja, außer hier, mein, weil wenn dann fallen die ja hier runter, ne? Die sind ja hier auf die Ecke gefallen. Ja, die sind immer hier runter, genau. Das heißt, da müsste man hier das noch. Ja, kannst du auch anders machen. Ich glaube, da immer so kreativ. Na gut. Aber das mit dem Loch da hinten, das ist natürlich schon hart gewesen. Ich war's da. Das ist schon heftig hier. Ich glaube, durchgeprügelt haben, ey. Unglaublich. Seine Burg wäre jetzt garantiert ein wenig zerlegt. Ja, ja. Aber sie sind nicht in den Tunnel gekommen. Aber die Türen hier sind ordentlich kaputt. Also die Erlen auf jeden Fall. Ja, nee, die sind nicht in den Tunnel gekommen. Der Tunnel ist ja noch tiefer. Ich habe den ja, ich glaube, 15 tief gemacht. 15 Block tief. Ja, aber die eine Tür ganz vorne, die ist ordentlich kaputt. Welche? Okay. Im Tunnel? Hier, die hat nur noch 1000 von 3250. Ich weiß nicht, ob ich damit Dynamit reingeschossen habe. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann nicht sein. Aber wenn du die Decke hier komplett auf. Ach, hier. Ist ja. Also, ja, ja, doch. Als ich hier reingeguckt habe, stimmt, da hat es hier irgendwo runtergebeutelt. Also, die waren nicht mehr weit weg von dem. Ja, genau, da wo du jetzt stehst. Ja. Der hat es irgendwo nicht runtergebeutelt. Und hier die Tür ist auch kaputt, meinte der Flensi. Ja, diese. Ja, hier ist ja noch, hier oben. Hier ist es schon irgendwie. Na gut, aber wenn du hier da auch ein bisschen Eisen verteilst an die Decke und machst hier eine schöne Tür rein. Und hier machst du auch noch eine rein. Also quasi so bis hierhin alles Eisen. Ja. Dann kommt da keiner mehr durch. Nee. Da muss ich doch tatsächlich hier oben. Ich war am Überlegen, weil ich dachte, das ist alles Stein, da kommen die so schnell nicht durch. Ja, von wegen. Hm. Das war wohl nix. War dann wohl eher ein Satz mit X. Aber von wo ist denn der eine jetzt da durchgekommen? Das würde mich auch interessieren, weil der, wie gesagt, durch den Tunnel kann er nicht gekommen sein. Nee. Oder der ist da drin gespawnt irgendwie. Ja. Auch eher nicht, ne? Heftig. Oh, er hat ein Hühnerchen. War auf jeden Fall eine gute Nacht. Mhm. Das heißt, da machen wir hier noch so einen Box-Heinz hin. Was ist denn da drüben hin? Runterklatschen, ja. Ah, gut. Haben wir ja wieder was zu tun.
Aber ich fand, das Gewehr hier oben war sehr schnell alle. Und das ist natürlich blöd, wenn es da oben steht und ich komme da nicht dran zum Auffüllen. Dann musst du noch irgendwie einen Stein vor den Käfig bauen, auf Höhe von dem Wegdrückding, ja, dass du da wieder rankommst zum Auffüllen oder so. Weil ich denke, beim nächsten Mal werden auch die Vögel kommen. Wie ist das denn hier oben? Ist denn hier oben irgendwas kaputt? An den Gittern nichts, ne? Scheint nicht so. Gitter scheinen tatsächlich. Ja, außer hier vorne ein bisschen. Ja gut, die Platte, die hat ein bisschen was abgekriegt, ist klar. Aber das hat schon auch Grenzen gehalten. Ja. Waren ja keine 1000 Schaden, glaube ich, ne? Gitter sind auch in Ordnung hier vorne. Ah, ein bisschen kaputt, aber nicht wirklich viel. Gut. Nun gut, das war dann mal die siebte Nacht. Ne? Sehr schön.